Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, in diesem Video und auch in den folgenden Videos wird es um eine traditionsreiche britische Automarke gehen, die ja nach den zahlreichen Turbulenzen, die sie durchlebt hat und einen kleinen Zwischenstopp bei BMW seit 2007 zum SAIC-Konzern gehört. Ja, SAIC habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, kommt euch irgendwo bekannt vor. Ja, die bauen auch den Maxus, den kennt ihr alle, den Maxus EV 80 heißt er, das ist ein Transporter. Und ja, da gibt es demnächst auch noch ein paar Videos drüber. Und SAIC wird euch auch noch bekannt sein. Sie sind mitbeteiligt bei VW in China beispielsweise und sind auch beteiligt am Ssangyong Automobilhersteller aus Südkorea. Ja, SAIC hat übrigens im Jahr 2015 rund 5,9 Millionen Fahrzeuge hergestellt. Das nur mal so als Hausnummer. Heute in diesem Video soll es um die elektrische Modellpalette von MG gehen. Und ihr habt richtig gehört, Modellpalette, denn es gibt neben dem SUV-ähnlichen Urban Crossover, wie man ihn auch nennen mag, MG ZS EV, jetzt auch einen PKW-Kombi. Und der wurde ja gerade hier in Deutschland sehr erwartet, weil es gibt momentan noch keinen Kombi. Und damit wartet jetzt MG auf, nämlich mit den MG 5 EV. Und dieses Auto oder um dieses Auto soll es jetzt in diesem Video gehen. Und in den folgenden Videos werde ich andere Fahrzeuge noch mit dazu nehmen und diese vergleichen. Also lasst euch überraschen, was da so auf euch zukommt. Ja, MG ist ja, wie gesagt, eine traditionsreiche britische Automobilmarke und in Großbritannien ist ja der MG ZS EV schon sehr erfolgreich und bekommt heute halt oder hat gerade vorgestellt bekommen einen Bruder sozusagen, den MG 5 EV. Und das, was ich bisher so in den Videos gesehen habe und gehört habe, sind die Leute begeistert, die diesen Wagen gefahren haben, die ihn sich angesehen haben. Und von daher will ich jetzt auch gleich mal loslegen mit den MG 5 EV. Kommen wir jetzt zu den Preisen und den Ausstattungsvarianten, die es hier beim MG 5 EV gibt. Die Preise habe ich jetzt von den Pfundpreisen einmal umgerechnet in Euro und habe mich dann so ein bisschen dran angelehnt, wie die Preisgestaltung beim MG ZS EV ist. Denn da gibt es einen Einheitspreis für alle Länder in Europa, egal in welcher Währung ihr zahlt. Ihr zahlt umgerechnet immer den gleichen Preis. Und wenn ich mir jetzt die Preise angucke, also erstmal die Ausstattungslinien, es gibt halt wieder die Excite-Ausstattung, das ist die Grundausstattung, und die Exclusive-Ausstattung, das ist die gehobenere Variante sozusagen, die gehobenere Ausstattung. Dann haben wir hier einen Pfundpreis von 24.495 Pfund beziehungsweise 26.995 Pfund. Wenn ich jetzt, wie gesagt, den Preis umrechne und so ein bisschen mich orientiere, wie die Preisgestaltung beim MG ZS EV war, dann komme ich auf 26.900 bzw. 29.500 Euro für den MG 5 EV. Zu den Preislisten, die sind halt wirklich sehr kurz bei MG. Außer den beiden Ausstattungslinien kann man sich nur noch bei den Farben bedienen und da halt auswählen, was man haben möchte. Da gibt es dann halt Lackierungen, die habe ich auch wieder umgerechnet nach demselben Muster, die zwischen 600 und 770 Euro circa halt kosten dürfen. Serienmäßig ist der MG 5 EV, jetzt will ich mich schon beinahe versprechen, in Arctic White lackiert. Zur Wahl stehen insgesamt die Farben, also serienmäßig halt Arctic White, Black Pearl, Piccadilly Blue, Westminster Silver und Dynamic Red. Wobei letzteres, das Dynamic Red, ist richtig dynamisch, weil es kostet nämlich auch gleich am meisten, nämlich 770 Euro.
Kommen wir jetzt zum Laden, also zum Stromladen. Der MG ZS EV hat ja einen recht kleinen Akku mit 44,5 Kilowattstunden, war es glaube ich. Hier im MG 5 EV sind es immerhin schon 52,5 Kilowattstunden und geladen werden kann der Wagen mit Typ 2 bzw. CCS. Und AC, also mit dem Typ 2 Stecker, kann er mit 7 kW geladen werden und mit bis zu 50 kW mit dem CCS laden. Und das Ganze dauert dann 8,5 Stunden für die AC-Ladung mit 7 kW bzw. 50 Minuten bis 80% CCS-Ladung. Und wer es überhaupt nicht eilig hat, der kann das ganze Ding halt auch in 18 Stunden an der Schuko-Steckdose mit dem Ladeziegel aufladen. Ja, die Frage, warum nur bis 80% geladen oder beziehungsweise gemessen wird die Zeit, es ist ganz einfach ab 80%, und das ist bei fast allen Autos so, geht die Ladekurve so steil runter, dass es sich nicht mehr lohnt, CCS zu laden. Da kann man dann gleich mit AC weiterladen, so ungefähr. Ich habe da auch schon mal einen Vergleich gebracht bei einem anderen Fahrzeug. Und deswegen lädt man eigentlich nur bis 80%. Die Leistung. Ja, das Fahrzeug leistet auch etwas für den Strom, den es da lädt. Der MG 5 EV hat eine Höchstgeschwindigkeit von 184 Stundenkilometer. Der Motor leistet 115 kW bzw. 156 PS und wartet mit einem Drehmoment von 260 Newtonmeter auf. Von 0 auf 100 geht es recht flott voran in 7,7 Sekunden. Also wenn das nicht mal ein ordentlicher Pampers-Bomber ist. Kommen wir jetzt mal zu den Gewichten, also zu dem, was das Fahrzeug denn wiegt. Und der MG 5 EV ist nicht gerade schwer, würde ich sagen. Also für ein modernes Auto finde ich ihn sogar recht leicht, wenn man bedenkt, dass es sich sogar noch um ein Elektrofahrzeug handelt. Je nach Grundausstattungslinie wiegt das Auto 1532 bzw. 1550 Kilo. In beiden Fällen kann jeweils 242 Kilo zugeladen werden, was dann ein Gesamtgewicht von 1974 bzw. 1992 Kilogramm entspricht. Eine Anhängerkupplung ist hier nicht angegeben. Ich kann mich jedoch daran erinnern, dass in der Planung mal irgendwie drin stand, dass der Wagen auch eine Anhängerkupplung bekommen soll, mit dem man sogar einen Anhänger ziehen kann. Wie gesagt, davon steht bis jetzt noch nichts drin. Das Fahrzeug gibt es auch in Deutschland noch gar nicht. Es ist gerade erst in Großbritannien vorgestellt worden. Übrigens war am Rande erwähnt, solltet ihr Interesse dran haben, MG sucht wohl aktuell noch Leute bzw. Unternehmen, die hier in Deutschland ja das Servicenetz mit aufbauen wollen, also dieses Fahrzeug vertreiben oder überhaupt die MGs vertreiben und auch warten wollen. Kommen wir jetzt zu den Abmessungen des Fahrzeuges. Der MG 5 EV hat eine Länge von 4,54 Meter, eine Breite von 2,06 Meter, inklusive Spiegel wohlgemerkt, und hat eine Höhe mit Dachreling, also das wäre dann halt die Exclusive-Ausstattung mit 1,54 Meter. Der Radstand beträgt 2,67 Meter. Kommen wir jetzt zu den inneren Werten des Fahrzeuges, also des MG 5 EV, und zwar den inneren Abmessungen. Und da beträgt beispielsweise die Beinfreiheit vorne 1,08 Meter rundgerechnet, die Kopffreiheit 98 cm, die Schulterbreite vorne oder Schulterfreiheit vorne, wie es so schön nennt, rund 1,42 Meter, die Beinfreiheit hinten sind rund 86 cm, die Kopffreiheit rund 94 cm und die Schulterfreiheit hinten beträgt rund 1,38 Meter. Doch das Wichtigste für ein Kombi ist ja immer der Kofferraum bzw. der Laderaum, wenn man die Bank umklappt. Und da wartet der Wagen mit einem Kofferraumvolumen von 464 Litern bis zur Hutablage, also bis zur Kofferraumabdeckung, und 578 Liter bis unters Dach auf. Bei umgeklappter Rücksitzbank, die übrigens 40-60 teilbar ist, beträgt das Laderaumvolumen satte 1456 Liter.
Die Innenausstattung selbst gibt es in zwei Ausstattungslinien, habe ich ja schon erwähnt, nämlich Excite und die Exclusive-Ausstattung. Wobei die Excite-Ausstattung ist halt die Variante mit den Stoffsitzen, um es jetzt mal einfach auszudrücken. Und die Exclusive-Ausstattung hat die Ledersitze, wobei der Fahrersitz dann auch wieder elektrisch verstellbar ist und beide Vordersitze beheizbar sind. Das sind aber nicht die einzelnen Unterschiede. Für einen Aufpreis von 2.600 € würde ich mir das schon überlegen, ob man nicht grundsätzlich immer zur Exclusive-Ausstattung greift, weil da sind dann schon so einige Annehmlichkeiten drin, die einem vielleicht in der Grundausstattung dann zum Schluss doch fehlen würden. Also ich sage nur mal, Sitzheizung kann im Winter schon wirklich sehr angenehm sein. Ja, bei der Exclusive-Ausstattung gibt es dann halt die Dachreling, elektrisch einstell- und einklappbare Außenspiegel, automatische Klimaanlage mit Pollenfilter. Die Excite-Ausstattung hat nur die manuelle Klimaanlage ohne Pollenfilter, also Allergiker dann doch die Exclusive-Ausstattung nehmen. Dann haben wir Smart Keyless Entry, den Regensensor für den Scheibenwischer vorne. Und jetzt kommt etwas, das hat auch bisher, glaube ich, kein anderes Auto. Also ich wüsste nicht, welches Auto es noch hat, nämlich Auto-Up-and-Down-Fensterheber vorne und hinter. Also wo man nur einmal kurz drauf drückt und dann fährt es dementsprechend drauf oder runter. Ein automatisch abblendbaren Innenspiegel finden wir da noch. Ledersitze mit Sitzheizung vorne und dem elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit Lordosenstütze. Das wäre dann alles serienmäßig beim Exclusive-Modell. So, ja, innen wirkt der MG5 EV eigentlich sehr klar und aufgeräumt, schon sehr, sehr wohnlich, würde ich mal sagen. Wenn ich mir gerade so die Ledervariante angucke, die Sitze sind sehr kräftig gebaut. Das macht schon alles einen sehr stabilen und ordentlichen Eindruck. Und wer jetzt anfängt rumzunüllen von wegen, da ist überall wieder Plastikverkleidung, ja, dann guck doch mal bei anderen Herstellern, auch namhaften deutschen Herstellern, da sieht's nicht viel anders aus. Da habt ihr auch nur Hartplastik an den Türen dran und nicht mehr mit Leder und Plüsch und all so ein Kram. Die Zeiten sind leider vorbei. Also irgendwo sparen denn die Autohersteller auch, damit sie euch einen vernünftigen Preis anbieten können. Aber ich sag mal, es gibt ja immer noch Nachrüster, die oder Autosattler, die da noch ein bisschen Hand anlegen können, ne? Ja, wir haben hier auch wieder das aus dem MG ZS EV bekannte 8 Zoll Display in der Mitte sitzen. Auch wieder mit Android Auto und Apple CarPlay. Ja, und das gehört alles zur Serienausstattung, genauso wie die Rückfahrkamera. Die gibt es hier schon in der Grundausstattung, was beim MG ZS EV beispielsweise nicht der Fall ist. Ja, was heute nicht mehr fehlen dürfte bei modernen Autos, ist so diese erhöhte Mittelkonsole, die ich ja persönlich gar nicht so toll finde, weil wenn man irgendwie lange Beine hat, weiß man teilweise nicht, wohin damit. Und das ist irgendwo auch ein bisschen unangenehm. Es gibt da so einige Autos, die unwahrscheinlich breite Mittelkonsolen bauen und dann ballert man da immer gegen. So, aber diese Mittelkonsole ist trotzdem ganz nett gemacht, weil sie beinhaltet auch wieder den obligatorischen Drehwahlschalter fürs Getriebe, also für die Fahrposition. Dann haben wir noch die Schalter für die Fahrmodi, die Rekuperation und die Batterieinformation, also für das elektrische System sozusagen kann man sich die Informationen dann auf dem Display anzeigen lassen, wenn man halt diesen Schalter betätigt. Ja, davor haben wir dann, was ich ein bisschen ungünstig vermute, ich habe ja noch nicht drin gesessen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht ganz so günstig ist. Davor haben wir auf der Mittelkonsole flach drauf liegen, ihr seht es hier im Bild, die Schalter für die Klimaanlage. Und die finde ich ein wenig ungünstig, weil man müsste doch weiter runter gucken, wenn man die nicht blind bedienen kann. Okay, es sind einzelne Schalter, irgendwann gewöhnt man sich dran, kann sie schon blind bedienen. Das wäre halt noch so ein Punkt, den ich momentan so von den Fotos her gesehen ein wenig kritisch betrachten würde. Ja, daneben haben wir halt noch ein Multifunktionslenkrad mit Radio- und Telefonbedienung sowie Bedienung für den Bordcomputer.
Im Innenraum sind darüber hinaus noch vier USB-Anschlüsse verbaut, zwei vorne und zwei hinten, damit halt wirklich jeder seine Geräte da anschließen oder betreiben kann. Was auch nicht immer selbstverständlich ist, selbst bei Fahrzeugen, die sagen wir mal so knapp das Doppelte kosten, sind halt Sitztaschen oder Kartentaschen auf den Rücksitzen oder Rückseiten der Vordersitze, wo man dann halt, wenn man hinten sitzt oder auch mal von vorne nach hinten greifen kann und mal eben irgendwie eine Karte, Zeitung, wie auch immer, verstauen kann. Ja, kommen wir zum Verbrauch und der Reichweite des MG 5 EV. Und da stellen ja die Deutschen immer die Frage, schafft der Wagen denn auch 1000 Kilometer? Und meine Antwort ist ganz klar, ja, warum denn nicht, ne? Mit den obligatorischen Pinkelpausen, so ungefähr alle 300 Kilometer, ist diese Reise dann schon das Ziel. Also bevor man am Ziel ist, hat man eigentlich schon die Reise begonnen oder den Urlaub. Und währenddessen halt der Verbrennerfahrer mit seinen 1000 Kilometern da weiter über die Autobahn brettert, macht der MG 5 EV-Fahrer halt dementsprechend immer so alle drei, vielleicht dreieinhalb Stunden eine Pause, lädt das Auto nach und genießt eigentlich den Urlaub schon unterwegs. Mit einem Verbrauch laut WLTP von 15,4 Kilowattstunden, was eine rein rechnerische Reichweite von 342 Kilometer ergibt, steht da schon mal nicht schlecht da, was den Verbrauch anbelangt. Für den Stadtverkehr gibt MG einen Verbrauch von 11,9 Kilowattstunden an, was wiederum 442 Kilometer Reichweite ergibt. Ferner gibt MG noch einen Durchschnittsverbrauch von 17,5 Kilowattstunden an und da käme man dann halt wirklich nur 300 Kilometer weit. Also mit diesen 17,5 Kilowattstunden sollte man zumindest schon mal rechnen als Durchschnittswert. Ja, also nicht jeder fährt ja nur in der Stadt oder nur auf der Autobahn. Insofern ist das, denke ich mal, schon eine Summe, mit der man gut rechnen kann. Kommen wir jetzt zum Fazit. Mein Fazit zum MG 5 EV. Ja, MG bietet mit dem neuen vollelektrischen Modell ein wirklich sehr interessantes Auto vom Preis-Leistungs-Verhältnis an. Der MG 5 EV ist reichhaltig ausgestattet. In der Serienausstattung hat einen relativ großen Akku und somit auch eine recht annehmbare Reichweite. Und wer jetzt bei den Preisen oder generell bei den Preisen über die Ausstattung herzieht, ich habe es ja schon gesagt, der sollte wirklich mal gucken, wie sehen denn die Fahrzeuge anderer Hersteller aus. Und da werdet ihr kaum einen Unterschied finden. Alle verbauen sie irgendwo Plastik, der eine mehr, der andere weniger. Auch sollte die Reichweite niemanden davon abschrecken, sich dieses Fahrzeug anzusehen. Okay, ein 50 kW Lader ist heute für CCS Schnellladen nicht mehr up to date. Also da sollte man wirklich ein bisschen drauflegen. Doch mal ganz im Ernst, wie oft fahrt ihr weite Strecken über 300 Kilometer und müsst schnell wieder nachladen? Das wird die Seltenheit sein. Ihr werdet die meiste Zeit wirklich mit dem Auto nur die täglichen Fahrten zwischen Wohnung, Arbeit, Kindergarten, Schule, wie auch immer machen oder mal zum Einkaufen fahren. Und da kommen keine 300 Kilometer oder mehr zustande, dass ihr die Strecke wieder zurückfahren müsst. Insofern ist selbst ein 50 kW Lader, wenn man bis 80% lädt, wirklich nicht das Schlechteste. Und eine Reichweite von 300 Kilometer, wenn wir die einfach mal so festhalten, ist für diesen MG 5 EV Familienshuttle völlig ausreichend. Wer halt mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern in Urlaub fahren will oder mal so einen Wochenendtrip machen will, der hat halt auch reichlich Platz in diesem Auto. Ihr habt hinten zwei Isofix-Halterungen und im Kofferraum ist so viel Platz, das ganze Urlaubsgepäck reinkriegen könnt. Ich sag's mal so, wenn ihr mit Kind und Kegel unterwegs seid und einer von den vier Personen mindestens einmal in der Stunde oder anderthalb Stunden anfängt, Alarm zu schlagen, von wegen ich muss mal aufs Klo, dann kommt ihr sowieso nicht weit, dann seid ihr halt
vielleicht 100, 150 Kilometer unterwegs, hängt das Auto bei der Pinkelpause gleich wieder an die Ladesäule ran, sofern eine frei ist. Und ja, könnt dann halt währenddessen ihr Päuschen macht, gleich das Auto nachladen und kommt dann schon wieder ein Stückchen weiter mit. Dann halt der Preis. Momentan dürfte der MG5 EV, wenn er so nach Deutschland kommt, ein unschlagbar günstiges Auto sein. Ich sag's mal so, für Leute, die wenig Geld haben, sich eine Alternative zum Verbrennerauto sonst eigentlich nicht leisten können, weil Elektroautos in der Regel eigentlich immer sehr teuer sind. Und jetzt halt den MG5 EV sieht, der wird sehr wahrscheinlich sagen, okay, wenn ich jetzt noch die Förderung abziehe, dann ist das Auto einfach nicht teurer wie ein vergleichbarer Verbrenner. Wer jetzt keinen großen Wert auf eine Computerspielbude auf vier Rädern hat und jetzt wirklich auf diese ganzen Helferlein verzichten kann, wie automatischen Spurhalteassistenten oder adaptiven Tempomaten und diesen ganzen Kram oder ein Querverkehrswarner tut, Winkelwarner. Es gibt ja Leute, die können tatsächlich noch den Kopf zur Seite drehen und gucken, was passiert in einem toten Winkel. Für die ist das Auto wirklich die Wahl unter den elektrischen Fahrzeugen, bevor man sich gar keins kauft und sagt, ich muss mir dann doch wieder einen Verbrenner kaufen, nimmt man doch lieber diesen MG5 EV. Wer also seine Prioritäten beim Autokauf auf das Wesentliche beschränkt und sagt, ich möchte ganz einfach nur von A nach B kommen, ohne irgendwelchen Schnickschnack ringsrum, ich brauche meinetwegen auch keine Ledersitze, würde ich aber ganz gerne nehmen, weil ich habe ja auch eine Sitzheizung drin. Der kommt mit dem Auto wirklich ja, schon an die vorderen Plätze der Auswahlkriterien, weil er bietet einfach viel. Man hat Platz für 4 bis 5 Personen, hat einen großen Kofferraum, der erweiterbar ist, halt auf diese 1475 Liter Fassungsvermögen und kann damit eigentlich schon viel erreichen. Damit kann man durchaus auch mal so einen kleinen Wochenendtrip machen. Auf dem Dachgepäckträger könnte man ja dann noch ja, Surfbrett mitnehmen oder ein Paddelboot oder sowas halt in dieser Richtung und hat halt ja, reichlich Variationsmöglichkeiten mit diesem Fahrzeug. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein von der Vorstellung der technischen Daten des MG5 EV. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen rauf da. Und wenn ihr das nächste Video, was ja hier sozusagen dran anknüpft, an diesem Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch am besten meinen Kanal und drückt gleich noch aufs Glöckchen drauf, weil dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video kommt. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Thank you.